Ja, also hätten wir auch im Bett bleiben können heute. Also, ja. Also ich glaube, das Spiel war auf jeden Fall schwerer, als es aussah. Rugenbergen hat wie gewohnt immer viel Ballbesitz gehabt, auch versucht, sortiert hinten rauszuspielen. Das haben wir gut gemacht, weil wir hinten kompakt standen. Haben dann gleich mit der ersten Aktion durch den Elfer, das war ein Fehlpass von denen, haben wir gleich das 1-0 gemacht. Das 2-0 relativ schnell nachgelegt und dann haben wir uns natürlich auf unsere Fähigkeiten beschränkt, dass wir hinten gut die Null halten, nichts mehr zulassen. Und in der zweiten Hälfte, wo die kommen mussten, haben wir dann durch Nadelstiche Konter gesetzt und dann ein entsprechendes Tor gemacht. Wobei es wahrscheinlich noch hätte höher ausfallen können, wenn wir unsere Chancen noch besser nutzen. Ich würde sagen, die ganze Grundeinstellung, die jetzt ein bisschen zum Ende hin ziemlich negativ wurde, dass das wir einfach ein komplett anderes Gesicht zeigen und wieder das, was wir vor 2 Wochen gezeigt haben, dass wir das wieder auf die Beine kriegen. Ja, jetzt kommt Cordi, die sind natürlich nicht ganz so stark wie letzte Saison. Immer noch gut dabei. Dürfen wir natürlich auch nicht unterschätzen, ist wichtig. Aber unser Ziel ist natürlich, wir sind wieder die 3 Punkte. Und wir hoffen, dass wir uns jetzt auf jeden Fall bis erstmal Ende der Rückrunde oben weiter so festsetzen können, dass wir den 2. Platz halten, das ist unser Ziel, und so weitermachen.